Also grüezi miteinander. Willkommen zur Viehschau-Führung hier an der Viehschau in Heide 2022. Mein Name ist Michael Neugstor. Die beim Auffahren schon da waren, haben wir vielleicht schon gesehen, durchlaufen. Wir haben auch einen Betrieb hier in Heide. Und ja, sind heute auch aufgefahren, hier an die Viehschau. Die Viehschau findet in Heide einmal im Jahr statt. Immer am ersten Samstag im Oktober. Und das ist für die Bauern so ein bisschen der höchste Freudentag vom ganzen Jahr, den man eigentlich sagen kann. Erkläre ich euch da gerade an einem praktischen Beispiel, weisst du jetzt eine schöne Kuh und weisst du vielleicht ein bisschen weniger schöne Kuh. Es hat vier Experten hier auf dem Platz. Die tun jetzt die Kühe, die in der Abteilung rangiert sind. Die Abteilung ist vielleicht auch noch wichtig zu erklären. Die werden ja nicht einfach wahllos angebunden, da die Kühe. Ah, die steht jetzt gerade da, ich bin sie da an. Sondern die Kühe werden in verschiedenen Abteilungen angebunden, so quasi. Und da gibt es verschiedene Kriterien. Das Hauptkriterium ist eigentlich, wie viel Mal hat die Kuh schon ein Kälbli gebraucht. Die sogenannten Laktationen. Ihr seht jetzt hier auf dem Töffeli, wo zum Beispiel steht, vierte Laktation. Das bedeutet, die Kuh hat schon viermal Kälbli. Dritte Laktation besteht, die Kuh hat schon drei Kälbli gebraucht. Und dann wird es innerhalb dieser Laktationen noch ein bisschen unterteilt nach dem Kälbedarf. Das habe ich vorher gesagt, eben wegen diesen Abteilungen. Wo sind wir da? Wir sind hier in der Abteilung 8. Das ist die vierte Laktation. Das bedeutet eben, dass die Kühe schon, oder alle die Kühe da innen, nicht nur die erste natürlich, dass die Kuh schon viermal gekalbert hat. Und dann steht noch nach 1. März. Also das heisst, die Kühe, die da sind, haben das Kälbchen bekommen zwischen dem 1. März und heute. Das Wichtigste ist das Suter, muss anschauen, das ist das höchste Gewicht. Das zweitwichtigste ist der Rahmen. Dann Becken und Fundament, die etwa den gleichen Stellenwert haben. Und dann noch die Sitze. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dann gibt es natürlich Kühe, die haben vielleicht den perfekten Rahmen. Die sind schön vom Körper her, aber haben vielleicht einen wüsten Suter. Und dann hast du andere Kühe, die haben vielleicht einen super schönen Suter, aber ganz eine schlechte obere Linie, sind schmal und sonst ein bisschen so. Und dann muss der Experte für sich selber ein bisschen abwägen. Was ist jetzt mir wichtig? Da gibt es auch persönliche Vorlieben. Nicht jeder Experte würde das genau gleich machen wie ein anderer. Und er hat dann einfach den Entscheid und sagt dann, du, heute gefällt mir die am besten, ich fange mit dir an und nachher die anderen. Und heute Nachmittag kämpfen dann eigentlich die Siegerinnen von den Abteilungen gegen die Siegerinnen von den anderen Abteilungen um die Misstitel. Dann geht es um Miss Heide, weil es ist die schönste Kuh von Heide. Dann geht es um den Schulterpreis von den jüngeren Kühen, von den älteren Kühen, von den mittleren Kühen. Die jüngeren Kühe sind dann einfach vielleicht die Kühe, die einmal oder zweimal gekälbert haben. Die mittleren Kühe sind die, die drei oder viermal gekälbert haben. Und die älteren Kühe dann noch mehr. Und die kämpfen, die treten dann im Prinzip gegeneinander an. Und die Experten sagen dann, die Kuh für mich heute hat das schönste Auto. Und die kommt dann, ich sage jetzt mal, ein bisschen Anerkennung über. Und es gibt noch eine Erinnerungsplakette, so in dem Rahmen. Ungefähr. Das ist vielleicht auch noch spannend. Also Preise zu gewinnen, Geld oder wie auch immer, da gibt es an einer Viehschau nicht. Ruhm und Ehre, sage ich jetzt einmal, geht ein bisschen um da. Also wenn hier in der Mitte eine Kuh mit sehr guten Verbindungen, innen flach im Abschluss, vorne sehr gut verwachsene Bauchwand und auch sie vier korrekt im Sitzen. Denn hier rechts, sie mit ihrem speziellen Hinterunter, sehr hoch, sehr breit und auch sie flach im Abschluss. Einheitlicher Masse, Kühe mit sehr starken Hüteren. Und da ist die Gruppe da vorne. Herzlichen Wir zeigen für junge Kühe, die extrem zusammenfassen, sehr gute Hüteren haben. Für die Winkellage, Menschenneigung, noch Rüssling. Und Siegere! Mies! 2023 hier in Hedon. Gut, ist klar, das ist die Jährlingssauce. Darf schon mal laufen. Eine Kuh, die besticht, schau die Kuh an. Eine super Kuh. Brustbreite, Flankentief, Beckenbreite, Ulter sehr, sehr hoch vor dem Sprung. Dann sind sehr breit und das ist ideal. Verwachsen, neu.